Bist du bereit? Oh. Da draußen wütet ein Drache. Er wird doch wohl nicht in die Burg eindringen, wie unlängst. Ein Drache! Er ist gewaltig und will die Burg zerstören. Der treue Wächter Koko musste den Drachen aufhalten. Damit bewies er Tapferkeit und der König würde ihn zum Ritter schlagen. Es gibt nichts Schlimmeres als den Atem eines Drachen. Außer vielleicht den Sabba eines Drachen. Mein Bankett! Oh nein, haltet ihn auf! Schnell hier! Sauberines, und tut doch etwas gegen dieses schreckliche Ungeheuer! Donna und Doria, meine Magie hat ihren Meister gefunden. Nein, nicht die Fahne! Oh nein! Haltet ihn auf! Jetzt würde der König den treuen Wächter Koko wohl niemals zum Ritter schlagen. Wie sollen wir denn bloß ein Fest feiern, wenn diese Bestie unsere Burg zerstört? Und dann erinnerte sich der kleine Wächter an etwas. Das Schlimmste für einen Drachen war Badewasser. Er musste nur eine Badewanne vor der Burg aufstellen und das Königreich war in Sicherheit. Aber es gab mehr als einen Weg für den Drachen, um in die Burg zu gelangen. Oh, bilde ich mir das ein oder ist es plötzlich stickig hier drin? Hier kann uns nichts antun. Oh, meine schöne Burg! Sie ist schon wieder gänzlich zerstört. Um einen Drachen von einer Burg fernzuhalten, brauchte man eine Badewanne, die um die ganze Burg herum reichte. Ist das eine Badewanne, die sich rund um die Burg herumzieht? Aha. Oh, tolle Idee. Und wo findet man so eine Wanne? Eine Badewanne, die eine ganze Burg umgeben konnte, musste man schon eigenhändig ausgraben. Aber zuerst sollte man sicher sein, dass der Drache wirklich schlief. Die Luft ist rein! So, das müsste reichen. Glücklicherweise schlafen Drachen viel. Was ist das denn? Oh, das wird eine Badewanne, die um die ganze Burg herumreicht. Unser treuer Koko hatte die Idee. Drachen sind nämlich wasserscheu. Dieses Wort gefällt mir nicht, Badewanne. Ich weiß, wie wir es nennen. Burggraben. Oh, Burggraben, das klingt gut. Und wie kriegen wir das Wasser da rein? Tja. Ja, ich weiß wie. Wow, das war vielleicht ein Zaubertrick. Wenn man es geologisch betrachtet, ist diese Gegend reich an unterirdischen Quellen. Der Drache! Nehmt euch in Acht! Ihr sollt ruhig kommen, wir haben jetzt einen Graben. Aber ihr seid auf der falschen Seite. Oh. Oh nein, der Drache! Der Drache! Ah! Oh!